Hallöchen, ihr Lieben. Willkommen bei einer neuen Folge im Prehistoric Kingdom. Heute geht's weiter und ich möchte heute mit dem Gehege für die Mammuts anfangen. Und ich muss jetzt erstmal gucken, wie das bei den Mammuts aussieht. 16.000, na dann sind wir ja mit unserer Fläche da hinten gar nicht so verkehrt. Was wollten nochmal die Kamara um die 27.000, ne? Exhibit Crowding 30. Ja, da müssen wir mal gucken. Warte mal. Wir machen mal den da Mail. Ja, wir machen mal so und dann gucken wir einfach mal, ne? Zenya, Natascha und Lisa. Wie hört sich Zenya? Mich würde es ja mal interessieren, woher die ganzen Namen haben. Ob das so eine Bibliothek einfach ist, wo die woher gezogen haben oder ob die Namen wirklich so selbst vorgeschlagen haben. Da ist ja alles dabei, ne? Also von sämtlichen Ländern und was weiß ich. Finde ich aber gut. Finde ich gut. Nicht so viel Wasser, nicht so viel Wald. Die sind genauso wie die Nashörner. Stärke 1, 1 Meter. Oho, wirklich? Wirklich? Gehen die auch? Das wäre cool, wenn da stehen würde, ob die auch behindert werden von zu tiefem Wasser. Lanz und Fruit. Okay, pass mal auf. Also die haben das Hintere im Boreal. Alles klar. Wie will ich das machen? Wir können das mal versuchen. Wir können es mal ein bisschen... Ich würde jetzt ganz ehrlich nicht runterlaufen lassen. Wir haben ja hier voll den Riesenplatz. Wenn ich jetzt hier... Ich würde die wieder tatsächlich vorbeilaufen lassen, dass man in das Gehege von der Seite reinschauen kann. Warte mal kurz. Lass mich mal kurz gucken, wenn ich hier jetzt halt einfach, so wie das da ist, eine Barriere oder das Gehege mache. Njong. Mach's mal kurz so. Dann nicht weiter drinnen. Eventuell kannst du dann hier ein bisschen weiter rausgehen. Ich will nur mal gucken, wie groß das da ist, wenn ich das so mache. Nur um mal ein Gefühl zu haben. 4000, okay. 4000. 4, 8. Dafür, dass die so wenig wollen. Dafür, dass die so wenig wollen, brauchen die ganz schön viel Platz. Ja, das kann ich hier nicht so machen. Das muss ich dann anders machen, weil... kommen dann hier nicht mit der Straße rum. Ich meine, wir können es ruhig ein bisschen weiter runter machen, weil es gibt ja diese, die Gucker. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Die Gucker. Hallo, ich möchte, dass du schnepperst. Warum schnappst du nicht? Meinst du, wir machen... Wir könnten eigentlich... Das hat ja dieselbe Farbe wie das da hier, ne? Ich mach gerade noch Minusgeld, weil die ganzen Gäste vorne festhängen. Deswegen würde das... Wenn es jetzt wirklich ein Zoo wäre, wo es drauf ankommen würde, würde es mir nicht viel bringen, weil die Gäste eben hängen. Wieso kommt da immer so ein Dings da? Also so schnell nacheinander, warum? Es geht immer Minus, Plus, Minus, Plus. Jetzt geklicke, das ist gerade ein bisschen störend, wenn ich ehrlich bin.
19, perfekt. Was war es nochmal? 16, ne? Ach nee, das war das Nashorn, ich wollte gerade sagen. 16.000, ja. Perfekt. Lass mich hier das kurz mal. Ich glaube, wir stellen das mal kurz auf Pause. Vielleicht kommt dann da unten auch nicht immer dieses Raiding. Maybe, maybe. So. Alles klar. Dann haben wir es hier. Dann lass mich das kurz mal anhalten. Vielleicht kommt dann unten auch dieses Blinkploin. Nicht immer. Mach das hier mal komplett. Ach nee, wir müssen. Hier wollte ich hin. Mach das mal komplett hoch. Ich mach mal diese ganzen Bäume hier weg. Mach das auch mal weg hier. Das kann bleiben. So, wir haben 19.000. Wir könnten das in der Tat ein bisschen kleiner machen, aber. Stell dich mal kurz hierher. Weiß nicht, wie das ist, wenn man es ein bisschen reinzieht, ob das dann wieder zu wenig ist. Wenn du jetzt sagst, mach mal hier so. Oder? Das ist wahrscheinlich wieder zu klein. Vermutlich. Moment. Ja. Ja. So. Dann bleibt... Na, ich habe das gesehen. Bleiben wir dabei. 18.000, perfekt. Dann überlege ich jetzt gerade... Lass mich mal das da, warte mal, Size. Kann man hier irgendwas hinmachen? Vielleicht, ne? Dass man hier so, warte mal. Ich habe doch hier. Ich hatte hier drunter, aber die kriege ich jetzt doch, die kriege ich. Kann ich das? Warte mal, wenn ich jetzt hier bin. Single Groups? Nein. Warte mal, wenn ich das da jetzt aber hier hin mache. Kann ich das dann? Kann ich das aus der Gruppe entfernen? Glaube nicht. Dann muss ich's. Ist es jetzt das eine Mal gesch. Ja, okay. Dann muss ich's anders machen. Und geht mit Sicherheit irgendwo. Es geht mit Sicherheit irgendwo. Nur ich hab's noch nicht gefunden. Nee, nee, ich wollte eigentlich das noch.
kann es leider nicht ein dicker machen. Sonst hätte ich das gerade mal gemacht. Aber das geht leider nicht. Weil es dann schon zusammenhängt. Oder? So. Lass es mal kurz so sein. Dann mach mal hier runter. Will nur, dass es nicht so. Geht es in gar keine Richtung? Nee, es geht in gar keine Richtung. Okay. Dann müssen wir es so machen. Kann man mit Sicherheit auch irgendwo ausstellen. Also gehe ich mal von aus. Boreale war es, ne? Dann machen wir es gleich mal mit denen. Nicht, dass ich da hier irgendwas. Ein Gehege falsch mache. So. Ist zumindest okay. Wow. So, dann lass mich mal. Gehen wir runter? Wenn die einen Meter Barriere brauchen, heißt es doch rein theoretisch auch, dass wir hier runtergehen können. Weiß halt nicht, ob das ein Meter ist. Ein Meter. Nee, du sollst. Geht das irgendwo? Follow. Kann ich das sehen? Das ist 1 Meter hoch. Schon, oder? Jetzt können wir ja oben noch ein bisschen was hinmachen. Da können wir Steine hinmachen, das ist kein Ding. Und hier hinten kommen eh Steine hin, also das geht nur so ein kleines Stück hier vorne. Warte, ich brauch dich. Aha, hier hinten hat es abgesenkt. Da müsste ich sowieso. Ich hatte eh das Ding, dass ich das hinten höher mache. Ach, dieses Terrain. Okay, pass auf. Passen Sie auf. Wir machen hinten jetzt hoch. Da kommen dann Steine hin. Eigentlich möchte ich das schon. Warte mal. Ich mal kurz hier runter. Meinst du, so hoch müssen wir es nicht machen? Weil die ja sowieso eben nicht drüber kommen. Die können höchstens bei den Steinen hoch, wie die anderen Dinos. Das ist dann aber meine Schuld. Das ist dann meine Schuld. Weil hier kommen die nämlich, glaube ich, hoch. Ich glaube, hier können manche hochlaufen. Unten die anderen auch. Das mit der Farbe machen wir später, okay? Okay, das geht bis hierhin, alles klar.
Ich muss dann gleich mal gucken, wie die Farbe aussieht. Vom Boreal. Ach, das ist die da. Ja, dann passt es ja fast eigentlich, ne? Eigentlich passt es fast. Mach das mal kurz weg hier. Mach das mal so, damit es nicht die normale Farbe ist. Mir ist gerade so warm. Furchtbar. Wird noch anders, keine Sorge. Ich weiß, dass die sehr gut rumklettern können. Nur ich weiß nicht, wie gut. Warte mal, wir können doch hier so ein... Wir können ja auch ein bisschen Privatsphäre haben da hinten. Kannst du mal das da unten wegmachen? Damit es ein bisschen schöner aussieht? Ich mag das nicht, wenn das so abgetrennt ist. Warte mal. Geh weg. Das da. Ist das so... Wow. Ist das okay, wenn man das... Ist okay. Sieht es okay aus, wenn das... Okay, jetzt habe ich... Wetten, ich krieg das wieder nicht hin. Wir machen mal die 2,5. Ja. Weil die snappen nämlich überall hin. Die schnäppern überall hin. Nee, ich wollte das so. Ich weiß nicht, ob er da hinkommt. Mag immer nicht, wenn das hier so gleich aussieht. Mach mal hier. Stärke 1, 1 Meter. Jetzt geht's wieder los. Ich weiß nicht, ob ich's bekommen habe. Hab ich alles weggenommen? Ja. Ich muss das da anklicken.
Wir müssen dahin. Ich will nur eins haben. Dann haben wir das da. Obwohl, ich weiß nicht, wie es genau... Mach mal lieber mit dem da weiter. Was, sonst weiß ich nicht, wie es hier abschließt. Dann gilt das ja noch nicht, dass die dann im Gehege sind. Aber es wäre auch nicht schlimm, dann würde man es einfach vorne rumführen. Das wäre auch nicht so tragisch. Das wäre auch nicht so tragisch. Die wollen ja nicht so viel... Ja, nee, warte. Wir machen da was hin, weil das sieht nicht schön aus. Machen wir einfach mal so. Auch wenn es keinen wirklichen Sinn macht, weil wir das erst zugedeckt haben. Aber... Nee, das ist zu weit drin. Das machen wir dann... zu weit drin. Zu... Weiß schon. Lach. Nein. Nee, die sind alle nicht so, wie ich sie haben möchte. Die sind alle nicht so, wie ich sie haben möchte. Hey. Ich überlege gerade, ob ich da wie so einen Bogen machen soll, aber das wird schwierig mit den Teilen. Moment. Okay aus. Ich glaube, das sieht okay aus. Wir können hier allerdings noch solche Dinger hinmachen. Ding, die Ring, ding, ding. Und da wir kein Holz machen, hoffe ich zumindest, können wir die gleichen verwenden. Sonst geht das Moos wieder in die. Das Ding wieder in die falsche Richtung.
Die Maserung, nicht das Moos, die Maserung. Komme ich auf Moos? Kann ich denn jetzt rein? Warte mal, warte, 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 warte. Warte mal. Ich weiß nicht, ob das alles hier drin ist. Warte, das schaue ich gleich. Nicht, dass das eine mich verarscht hat. Wow. Ja. Hilfe. Hat gespeichert. Musst du jetzt speichern, wenn ich da gerade Probleme habe mit dem Drehen? Und dass du jetzt ja nur so komisch gedreht werden kannst, ist auch nicht gerade besser. Ja, es geht schon. Es muss ja nicht alles perfekt sein. Hat sie gesagt. Bin kurz neugierig. Nee, das geht nicht. Du könntest nur noch mal zwei oben drauf setzen. Du könntest nur noch mal ein zweites oben drauf setzen. Und größer machen kannst du es in dem Sinne nicht wirklich. Ja. So, wie ist es jetzt bei dir hier? Wie sieht es jetzt hier aus? Ich könnte das da unten jetzt hochziehen, aber... Herrje. Überleg grad, wo eine Treppe hochgehen kann. Machen wir zwei Treppen hoch. Rein theoretisch würde es passen. Könnte ich das noch. Nee. Könnte ich das noch ein bisschen runter ein Ding sehen? Nee, das sind zwei. Na, ja, das sind einzelne. Dann machen wir einfach noch so ein Ding hin. Hilfe! Engel. Wir machen das da jetzt halt überall hin, weil da kommen sie ja auch nicht hoch. Ein Problem ist halt immer, dass es nicht so schön aussieht. Mit der Straße hier. Und mit dem Gras.
Wieso ist hier eigentlich immer noch Gras? Warte. Ich versuche es gerade mal was mit meiner Baukunst. Kunst vor allem. Das okayisch aus mit dem. Kannst du mir so einen mal geben? So, das macht nichts, wenn es hier ein bisschen raushängt. Das ist vollkommen in Ordnung. Wir brauchen jetzt halt hier oben noch diese anderen Dinge hier. Kriegt das Ding hier nicht. Ich krieg das nicht. Ich krieg nur das ganze Ding. Müsste das. Obwohl, habe ich das? Nee, habe ich nicht. Ich muss das doch jetzt halt mal wegmachen. Weil sonst konnte ich das nie. Das geht nie. Und ich glaube, da ist es jetzt halt wurscht, weil das da snappt nicht. Nö. Das snappt nicht. Die Frage ist ja, ob man tatsächlich das da nehmen oder einfach einen anderen. Wie sieht denn das aus? Wenn man das da hier.
krumm und schief, aber ich finde es gar nicht so schlecht. Dauert halt ein bisschen so ein Ding. Zumal, wenn man keine Ahnung hat, das dahin lasse ich jetzt das so. Wenn man keine Ahnung hat, wie es werden soll. Es ist doch ganz cool. Kannst du mal einen Snappy anbauen? Bei dem da können wir ja gucken, wie wir es dann drehen müssen. Obwohl, das geht sogar, ne? Geht sogar. Ist ja cool. Weiß nicht, was wir hier machen. Wir könnten rein theoretisch hier irgendwas hinmachen. Ein Problem wird nur sein, dass es nichts gibt, was hier zu den Mammuts passt. Es gibt einen Mammut. Quatsch. Geh mal hier hin. Hängt da jetzt, meine Güte, hängt da jetzt irgendwas raus? Nee. Auch eine komische Frage, aber ich weiß, glaube ich, wie ich es meine. Nee. Als Mauer finde ich das gerade voll cool. Aber hier nicht so wirklich. Sieht alles so gleich aus mit den Dingern oben drauf, ne? Weiß, dass sie hier wahrscheinlich da nicht drüber schauen können, aber schauen sich ja eh nicht um. Bah. Boah, hat es gerade wieder gespeichert? Hat es gerade wieder gespeichert?
Wieso geht das hier durch und das hier nicht? Das sieht nicht schön aus. Machen wir da hinten. Machen wir da einfach. Ich möchte jetzt nicht hier irgendwie. Ich glaube, das sieht ganz okay aus, oder? Ist so ein Durchguck. Können Sie unten gucken? Können Sie oben gucken? Hier unten gibt es nur Nahdings. Oben können Sie in die Ferne gucken, wenn es dann funktionieren würde. Dann können wir da noch ein paar Bänke und so weiter hinmachen. Dann sieht es doch ganz okay aus. Gehen da zwar nicht wirklich hoch, aber hey. Warte mal, hier ist doch. Vielleicht machen wir da genauso wie hier so ein komisches. Ich denke ja. Das ist ein bisschen gegenüber. Doch, ich glaube, das sieht ganz okay aus. Ja, und dann müssen wir halt hier noch. Wollte eigentlich das machen. Cool wäre es, wenn. Kriegt man aber so nicht hin. Da müssen wir höchstens in der Mitte einen machen. In der Mitte einen Hügel. Warte mal. Ich habe eine Idee, ich weiß aber noch nicht, dass man wie so ein nicht wirklich Pass, ich muss gerade an den Pass denken, aber das ist ja hier schwierig, einfach so eine kleine Passage zwischen zwei so Bergen und am besten Berge, wo die nicht hochkommen. Aber hier Berge zu machen ist halt ein bisschen, also Berge, die können von mir aus schon hochkommen, aber nicht rauskommen. Also sollen ja, müssen ja hochkommen. Aber hier ist ja Sabisala. Warte.
Man braucht hier noch keine Klimaanlagen oder so, wenn man möchte, dass hier Schnee bleibt oder so. Ist ja in dem Klima eigentlich total ungewöhnlich. Was man dann hier wie so eine kleine Straße oder so übermacht, ne? Das Schlafzeug würde ich in der Tat... Die brauchen halt voll viel Platz im Gegensatz, wie sie so sind, ne? Also das ist echt. Aber ich glaube, damit können wir arbeiten. Ich glaube, damit können wir arbeiten. Dann würde ich sagen, bei der Folge mache ich aber tatsächlich zwei Folgen, weil die Folge kann jetzt dann noch sehr lange werden, die nächste. Auch wenn ich es ungerne mache. Aber da wir heute dieses schöne Stück hier gezaubert haben, finde ich es, glaube ich, ganz okay. Also ich finde es für meine Dinger schon mal toll. Und ich finde die Farbkombination auch total schön irgendwie. Aber da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen Deko hin. Und dann geht es in der nächsten Folge mit dem Gehege weiter. Und wir lassen dann schon mal die Mammuts frei. Und gucken, wo wir alles hinmachen. Und vor allem, wie ich jetzt wieder mit einem... Bepflanzen machen mit dem Wasser, weil die wollen ja wieder nicht so viel. Das wird noch so ein großes Thema. Also dann, vielen lieben Dank, Leute, fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wird diesmal ein Zweiteiler, aber ich hoffe, es ist okay. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Dann stellen wir dieses Gehege hier fertig und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!